Also das macht ja nochmal deutlich, wenn ich bestimmte Instrumente oder Antennen nicht verfügbar habe, kriege ich manche Dinge nicht mit. Genau. Ja? Ja. Und das ist auch hier, wenn es um die Sinne geht, worauf bin ich beispielsweise gepolt? Was sehe ich eher? Bin ich eher ein visueller Mensch beispielsweise? Höre ich? Was höre ich? Kriege ich bestimmte Schwingungen und Schwankungen auch mit? Das ist auch ein Punkt. Aber ein ganz entscheidender Punkt ist natürlich, all das löst was in uns aus. Hier. In Resonanz. Ja. Hier möglicherweise. All was mit Gefühl zu tun hat. Hier möglicherweise. Ein Druck. Ja, all das kann natürlich auch etwas auslösen. Und die Frage ist, wie sensibel oder wie abgestumpft bin ich am Hören? Was nämlich wahr oder was nämlich nicht wahr? Und da stelle ich immer wieder fest, dass wir manchmal doch im Alltag, vor allen Dingen auch in der Branche, in der Sie arbeiten, ist auch ein ganz entscheidender Punkt, solche Dinge ausgeklammert werden, nicht mehr wahrgenommen werden. Und die Übung vom letzten Mal möchte ich nochmal in Erinnerung rufen. Nach ganz kurzer Zeit sollten Sie dem anderen sagen, was Sie wahrgenommen haben. Da wurde ja nochmal deutlich, ganz klar und deutlich, was Sie alles wahrnehmen und was Sie mitbekommen. Was auch einfach an die Seite gestellt wird. Und da möchte ich Sie ermutigen und ermuntern, mehr darauf zu achten, mehr darauf, was läuft bei mir ab, was passiert bei mir. Das haben wir ja alles mitbekommen seit vom Kindesbeinen. Ja, wie sensibel sind Kinder, manche Dinge mitzukriegen, die können noch nicht sprechen, wissen noch nicht, worum es geht, worüber die sich unterhalten. Kriegen aber mit, dass es da Spannung gibt oder dass es auch beispielsweise um Zärtlichkeit geht oder wie auch immer. Das kriegen wir ja ganz, ganz genau mit. Das ist doch alle, dass wir in uns haben. Mehr oder weniger ausgeprägt, ganz klar. Da gibt es schon Unterschiede, das stimmt schon. Aber im Laufe der Zeit wird das immer mehr ja, reduziert, immer mehr verdrängt, immer mehr nicht wahrgenommen. Und darum geht es eigentlich. Und da möchte ich jetzt auch nochmal drauf zu sprechen kommen, auf den nächsten Punkt. So dahinter steckt, ja, und wie wichtig das Thema Wahrnehmung für mich als Führungskraft im Alltag sich herausstellt, das ist eigentlich so. Vielleicht öffnen sich einfach auch mal andere Teilnehmer, die zunächst mit diesem Titel, mit diesem Begriff des Coachings in den einzelnen Häusern nicht unbedingt was anfangen können. Und ich glaube, dass wir dann auch insgesamt in der Breite eine andere, vielleicht eine modernere, eine offene, eine vertrauensvollere Führungskultur in Banken oder in anderen Unternehmen auch bewirken können. Aus jedem Tag, aus jedem Teil des Seminars kann man sicherlich Teile auch mitnehmen, die man selber dann für sich selber umsetzen muss. Hat mir immer sehr gut gefallen, weil ich immer sehr viele Anstöße oder Impulse bekommen habe.